Ich habe irgendwas vergessen. Ich habe irgendwas vergessen. Irgendwas vergessen. Endlich sind wir da. Endlich. Kento, bist du sicher, dass wir hier richtig sind? Ja, das kommt mir auch ziemlich bekannt vor. Ich bin jetzt nicht sehr glücklich darüber. Aber nein, es kann nicht sein. Wir können uns nicht verlaufen haben. Das sieht aus wie Numeria. Ja, Numeria. Wie Numeria. Wie Numeria. Nein, nein, das kann nicht sein. Du hast wirklich einen richtigen Schlag auf den Kopf bekommen, mein Freund. Oh Mann, Kento, hätte ich mich doch nur nie auf dich verlassen. Ach, Herr Kento, Herr Kento. Das muss ein Traum sein, das muss ein Traum sein. Wenn wir hier schon mal sind. Liebe Freunde, lasst uns hineingehen. Numeria, ja, das ist Numeria, eindeutig, aber die sollten gar nicht hier sein. Was ist hier nur los? Ja, was ist hier nur los? Halt doch einfach mal die Fresse. Okay. Und glaubt ihr, hier ist irgendetwas? Keine Ahnung, Kumpel, wir sollten ganz woanders sein. Oh, seht nur, haben wir nicht diesen Leuten geholfen einst? Oh, ihr seid das. Vielen Dank, dass du den anderen Bescheid gesagt habt. Hier, das ist für euch. Glücksbringer erhalten. Es sieht zwar kitschig aus, aber wenn ihr es tragt, gelingen euch in der Regel mehr Volltreffer. Äußerst praktisch, das Teil. Naja, ich habe viele davon, deswegen kann ich auch mal eins verschenken. Glücksbringer, Glücksbringer, Glücksbringer. Ich muss aufwachen, ich muss aufwachen. Oh Mann. Oh mein Gott, Leute. Oh, Leute, ich habe geträumt, wir wären in die vollkommen falsche Richtung gelaufen und wären wieder in Numeria und überhaupt und... Wo sind wir hier? Leute? Kento, keine Ahnung, wo wir hier sind. Kento, wo sind wir? Das sieht aus wie... Nein, das kann nicht sein. Leute, nein! Wo sind wir denn hier? Wir haben doch das Plateau überquert. Kein Verlass ist auf dich. Ich hab das doch nur geträumt. Ach, keine Ahnung, was du geträumt hast, aber irgendwie hat es uns hierher gebracht. Nein. Na gut, gehen wir schnell über das Plateau. Oh mein Gott. Merkwürdige Träume, Kumpel. Ich denke, wir sollten zukünftig besser auf dich aufpassen. Oh Mann. Okay, ich muss mal ganz kurz mein Inventar checken. Überprüfen meine ich natürlich. Mach was immer du denkst, Kumpel. Okay, mein Zubehör ist ein Glücksbringer und ein Schattensiegel. Leute, ist jemand bei uns eingebrochen? Nicht, dass ich wüsste. Ich weiß auch von nichts. Nein, ich auch nicht. Na da. Als ob wir noch mal unterwegs gewesen wären. Sehr merkwürdig. Okay, auf nach Genzurin. Kumpel, ich hab Angst. Ich auch. Ich nicht. Doch, hast du. Ja, stimmt, hab ich. Oh, wieder hin in Genzurin. Endlich. Gut, vergessen wir diese ganze merkwürdige Geschichte und sehen uns endlich auf dem Markt um. Ich habe übrigens in einem Offplay etwas gesammelt, was wir hier brauchen. Und zwar, nein, halt, das war jetzt falsch. Gegenstände? Doch, hier, sonstiges. Und zwar, eine Panzerschale habe ich gesammelt. Das heißt, wir können uns jetzt eine Panzerschalenrüstung, oder wie sie auch immer genannt werden, anfertigen. Allerdings sehen wir uns erst auf dem Markt um. Vielleicht können wir noch eine Panzerschale irgendwie günstig ergattern. Wir werden sehen. Wer ist das? Wollt ihr weiches Fell haben? Die Ware ist kaum zu vergleichen mit dem rauen Fell, das man sonst häufig findet. Die ist um einiges seltener. Och nein, er will eine Panzerschale dafür und ich weiß nicht, wofür ich das weiche Fell brauche. Und was sagt er hier? Ich bitte hier die antike Silbertolle an und unterschätzt niemals ihren Sammlerwert. Warum zwinkern die Händler immer so merkwürdig? Haben die Zuckungen? Dazu brauchen wir allerdings einen Bronzetaler. Und so, solange ich nicht weiß, wozu wir einen verfluchten Silbertaler zu tauschen brauchen, werde ich mir auch keinen aneignen. Probiert ein paar dieser süßen Flyo-Früchte aus dem Süden. Nein, danke. Diesen Scheiß brauche ich nicht. Guten Tag. Hallo. Sprich mit mir. Oh, ist das süß. Es hat genickt. Wer bist du eigentlich? Bleib stehen.
Im Händler bauen ihre Stände auf. Ich denke, es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Steuern dafür erhöht werden. Oder bis mal etwas Nützliches dabei ist. Aber immerhin verdient die Stadt damit gutes Geld, sowohl der Norden als auch der Osten. Wer weiß, in Zukunft könnte hier vielleicht sogar eine Stadt der Größe von Numeria oder Gabronia stehen. Nein, ich versuche gerade Numeria zu vergessen. Schönen Tag noch. Du hier, habe ich mit dir schon gesprochen. Ihr seid doch fissig. Kenn ich schon. Guten Tag. So. Ich kann mich noch erinnern, dass am Rande des Krieges hier Not und Elend herrschte. Ein Glück, dass sich das verbessert hat. Förster gibt es hier zwar immer weniger, dafür kann man gutes Geld verdienen, wenn man mit den Reisenden handelt. Ja, die Reisenden, die nur Mist verkaufen. Speichern wir. Blalala, lalala, wir nehmen den hier. So, also sie bieten nur Schrott an. Und das bedeutet, wir holen uns jetzt diese schöne Rüstung. Wenn ihr genug Panzerschalen und seine Silbermünze habt. Mist. Schlecht. Wir brauchen doch die Silbermünze und dazu brauchen wir, glaube ich, die Bronzemünzen. Ja, Bronzetaler. Mist. Wir haben nur eine. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh. Schlecht. David, weiches Fell. Oh oh. Mist. Gut, dann eben keine Rüstung. Vielleicht später. Irgendwann einmal. Schauen wir uns mal die Ausrüstung an. Wir haben merkwürdigerweise diese merkwürdigen Gegenstände. Warum nur? Ein schwarzer Anhänger. Als ob wir ihn in einem Säckchen gefunden haben, der irgendwo am Wegesrand lag. Merkwürdig, merkwürdig. Erhöht den Schutz, erhöht die Agilität. Hey, Kimon hat eine gute Agilität. Ich würde es jetzt erstmal... Der Schutz wird geringer, aber die Agilität erhöht sich. Also nehmen wir das. Und für Kibon den Glücksbringer. So. Und schon bin ich außerordentlich zufrieden. Nochmal speichern. Und dann gehen wir ins Inn. Rein zufällig weiß ich, dass dort eine Sequenz abläuft. Also erst gehen wir in die Häuser. Und plündern sie. Dank Kentos Umzugsservice. Nichts, nichts. Sie möchten doch sicherlich umziehen, Sir. Verdammt, mein Paket, wo ist es? Ich hätte schwören können, ich hätte es mitgenommen, aber als ich vorhin im Laden gegenüber war, fiel mir plötzlich auf, dass es weg war. Ein Päckchen. Ich suche mal mit. Vielleicht finden wir es ja. Im Feuer ist auch nichts. Im Ofen? Nein. Hätte er sein können. Was ist das? Lichtschlag! Er hat nicht gerade sein Päckchen in der Vase gesucht. Ein Teddybär! Nichts. Nichts. Oh, vielleicht finden wir sein Päckchen. Nichts. Nichts. Was ist das? Bronzetaler! Super, jetzt brauchen wir nur noch einen. Bestimmt ist hier noch irgendwo einer versteckt. An diesem Orte. Nichts. Alles klar. Haben wir eigentlich das kleine Mädchen schon angesprochen? Ach, wir kommen gar nicht zu... Doch, wir kommen zu ihr. Hui! Rennen wir zu der Kleinen? Hast du einen Bronzetaler gefunden? Anütige, ich will's reiten, will's reiten. Soll das arme Tier nie seine Ruhe kriegen? Aha, das hat mir jetzt überhaupt nicht geholfen. Vielleicht können wir hier seinen Wagen plündern. Nein, hier ist nichts weiter. Seid leise. Psst. Kentos Umzugsservice ist diskret und immer leise. Psst. Auch nichts. Gehen wir hier hinein. Wollt ihr eure Ruhe haben? Hallo. Liebling, die Gerüchte stimmen. Ich habe sie letztens selber gesehen. Was denn, mein Schatz? Diese Leute in Rüstung, jenseits der Grenze. Aber mein Schatz, es gibt doch gar keine Leute in Rüstungen. Schatz, wir haben hier eine Grenze. An einer Grenze sind Soldaten, die nun mal Wache halten. Und ja, auch in Corsieno haben sie Soldaten dafür. Ach, Unsinn, Soldaten gibt's überhaupt nicht. Sie sehen aber nicht wie normale korzienische Soldaten aus. Es gibt überhaupt keine. Ach, weißt du, haben sie nur eine neue Ausrüstung bekommen oder sowas in der Richtung. Mach doch nicht, dass es einer Fliege ein Elefant, ne? Sag mal, warum haben wir eigentlich gewartet, bis die Leute hier hereinkommen und haben dann angefangen zu reden? Ach, ich weiß nicht, sie sind mir irgendwie sympathisch. Und ich habe mehr Mut mit einem jungen Mann an meiner Seite. Oh yeah. Baby. Okay, wir plündern euch dafür. Nichts, nichts, nichts.
Ich glaube, das war das merkwürdigste Video, was ich jemals hochgeladen habe. Nichts, nichts. Mist, ich will noch einen Bronzetaler. Verratet mir nicht, wo er ist. Verratet es mir nicht. La da 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 da. Okay, es bleibt keine Zeit mehr. Vielleicht finden wir im Inn noch einen Bronzetaler. Oder im Waffenshop. Ach, da waren wir auch schon, aber wir haben die Krüge, glaub ich, nicht untersucht. Oh nein, ich will gar nicht mit dir reden. Verschwinde, du alte Hexe. So, schön. Nein, nein. Ein Schränkchen. Nein, nein, nein. Hm? Nein, nein. Plündern, 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 plündern. Plündern, 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 plündern. Mist, nichts. Wow. Wir plündern dann im nächsten Video weiter, das Insektchen.